Das FIBEL ist ein privates Forschungsinstitut. Wir forschen zum biologischen Landbau, an Tieren, Pflanzen, unter anderem am Raps. Die Rapsproduktion in Europa, das ist ja deutlich sichtbar angestiegen in den letzten Jahren. Meist leider nur konventioneller Raps, der für Agrodiesel verwendet wird. Im Bioanbau stagniert die Fläche eher, aber trotzdem, es wird immer noch eine gute Menge an Biorapsöl produziert. Und das FIBEL ist einerseits mit Forschungsprojekten aktiv, um neue Lösungen für Probleme zu finden. Und andererseits haben wir natürlich die hausinterne Beratung, die die Bauern vor Ort berät und begleitet beim Anbau. Also im konventionellen Anbau haben die Bauern meist die Herausforderung, dass sie die richtigen Pestizide wählen müssen. Pestizide, wenn man sie eine Weile lang gespritzt hat, führen zu Resistenzen bei den Insekten. Dann gibt es wieder neue Mittel, die entwickelt werden. Und der Bauer muss eigentlich permanent up to date sein, welche Mittel noch wirksam sind, welches Mittel er wählt, damit er die beste Wirkung auf dem Feld erzielt. Darüber hinaus besteht das Problem, dass die regelmäßigen Insektizidanwendungen die Nützlinge abtöten. Das heißt, es fehlen dann die Gegenspieler der Schädlinge und das Gleichgewicht gerät immer mehr aus der Balance, was natürlich dann wieder zu wiederholten Insektizidanwendungen führt. Der große Vorteil vom Bio-Rapsanbau ist natürlich, dass er ohne Pestizide auskommt. Das heißt, die Rapspflanzen, wenn sie blühen, stehen sie dann den Bienen als Bienenweide zur Verfügung. Die Bienen können da gut Nektar sammeln, was heutzutage wichtig ist in den ausgeräumten Agrolandschaften. Ein weiterer Vorteil ist, dass natürlich die unbehandelten Rapsfelder Rückzugsgebiete für viele Nützlinge sind, dass es eine gewisse Biodiversität in den Bio-Rapsfeldern gibt. Die Artenvielfalt wird erhalten, es gibt keine Pestizidausträge in Gewässer und es gibt natürlich nicht zuletzt keine Rückstände im Erntegut von Pestiziden, sodass es auch dem Konsumenten zugutekommt. Ja, aber das ist ein relativ später Befall. Wie Steindurchmesser sagt. Das Einkommen von einem Biobauern mit Raps ist fast gleich hoch wie von einem konventionellen Bauern, weil die Erzeugerpreise für den Bio-Raps doppelt so hoch sind fast wie die Erzeugerpreise für den konventionellen Raps. Deswegen kann man auch gewisse Ertragseinbußen tolerieren. Und man kann den Ertragseinbußen vorbeugen, indem man präventive Mittel einsetzt oder traditionelle Mittel wie Gesteinsmehl. Das kann man auf die Pflanzen spritzen oder stäuben. Man kann auch Gülle applizieren kurz vor der Blüte. Dann riechen die Rapsfelder nach Gülle und nicht mehr nach Raps. Das irritiert die Schädlinge dann meist, wenn sie die Felder anfliegen. Es sind natürlich verschiedene Gründe, die die Bauern zur Umstellung motivieren. Einerseits vergleichen sie sich natürlich ständig mit dem Nachbarn und sehen, dass es dann für den Biobauern sehr viele Merkblätter, Berater zur Verfügung stehen, dass man dann eine intensive Beratung kriegt, um auch mit den komplexen Fragestellungen klarzukommen. Andererseits sehen die Bauern natürlich auch ganz klar den Preis. Und das ist eben ein Unterschied, ob man für konventionellen Raps 90 Franken pro Dezitonne kriegt oder für den Bio-Raps 220 Franken pro Dezitonne. Irgendwann fangen dann die Bauern an zu rechnen. An den Beispielen von funktionierenden Biobetrieben, die Produkte produzieren, die dann im Handel erhältlich sind, sieht man ja, dass es funktionieren kann. Der Bauer muss nur bereit sein, sich mit den relativ komplexen Fragestellungen auseinanderzusetzen, statt einfach die schnellste und scheinbar einfachste Lösung, Pestizidspritzen, immer vorzuziehen. Grundsätzlich, wenn man über das Bienensterben redet, redet man eigentlich immer nur von Honigbienen. Und die ganzen Wildbienen, die große Vielfalt, die es gibt in der Natur, die geht dabei immer vergessen. Und auch denen geht es nicht so gut im Moment. Deswegen haben wir jetzt ein Projekt, was startet zur Förderung von Wildbienen, wo wir Blütenstreifen in die Landschaft stellen wollen, damit kontinuierlich ein Blüten- und Nektarangebot für Wildbienen und auch für Honigbienen verfügbar ist.